Hallo und herzlich willkommen zur Sita Vorher-Nachher-Show. Ja, wir suchen wieder den Fashionstar und heute ist meine letzte Kandidatin der dritten Staffel an meiner Seite, die Elif. Hallo. Hallo. Elif, warum bist du heute mit dabei? Hast du ein bisschen Angst, dass man deinen Chemiestudenten irgendwie ein bisschen ansieht oder wie? Naja, also wie gesagt, ich bin Chemiestudentin und jedes Mal, wenn mich jemand fragt, was ich studiere, sage ich Chemie und dann fragt man mich, ah, okay, Labor und Laborbrille und Kittel und ich will jetzt ein bisschen Pep da reinbringen. Und ich hoffe, das wird ein cooles Umstyling und ja. Es wird sicher cool. Unsere Stylings-Experten, die sind bereit. Ich freue mich dann, was dabei rauskommt. Ja, bis auch. Dahin. Tschüss, Baba. Bei der Firma Clip wird Elif typgerecht beraten und dann geht's los. Waschen, schneiden, färben und Locken drehen. Denn diese Frisur verspricht Hollywood-Glamour pur. Mit Lockenwicklern im Haar geht's weiter zur Firma Dachetzi, der Spezialist, wenn es ums Thema Schönheit geht. Kaum wiederzuerkennen, Elif vor und nach dem Fashion Star Styling. Jetzt noch ein cooles Outfit und das Styling für den großen Abend ist perfekt. Kandidatin unserer dritten Staffel, die Elif, steht neben mir und wir zwei sind perfekt gestylt. Wir können jetzt auf ein Red Carpet Event gehen. Genau, heute Abend sofort. Wie fühlst du dich? Ja, super. Also ich schaue doch cool aus, oder? Perfekt. Mit den Haaren, ich schaue einfach cool aus. Ja. Die Schuhe. Stylisch von Kopf bis Fuß. Genau, genau. Siehst du aus wie eine Chemiestudentin jetzt? Jetzt nicht mehr. Okay. Es ist alles perfekt, ein neues Styling und falls Sie auch ein neues Styling haben wollen, dann bewerben Sie sich unter www.ekz-sita.com. Es gibt ganz tolle Preise zu gewinnen, unter anderem einen Mini Cooper. Ja, und für alle Schnellentschlossene gibt es auch das Rubbellos, da gibt es auch ganz tolle Preise zu gewinnen. Ich freue mich auf die nächste Staffel, wenn es wieder heißt, Sita sucht den Fashion Star. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss, Baba. Ciao.